Rucksack. Kann ich nicht dran. Okay. Ah, hier ist die Pistole, nice. Ah, hier ist nochmal eine andere Pistole, okay. Ist da hinten was? Da laufen drei Roboter. Hinten seht ihr die Lichter? Go to the police car, find ammo. Aber da will ich nicht hin, da waren noch die Roboter. Die Roboter. Holy shit! Okay. Gibt's da irgendwas, was ich speziell treffen muss, oder? Holy fucking shit. Da rennt er mich einfach über den Haufen, oder was? Puh. What? Achso, ich hab gerade gedacht, der ist direkt draufgegangen. Der ist direkt kaputt gegangen. Das ist die Speicherpunkte irgendwie. Überschreibt oder übernimmt oder so vom Looting her. Als ich das erste Mal eingetestet habe, hatte ich viel mehr Zeug. Die Soundeffekte sind ja auch geil auf jeden Fall. Und sieht auch echt so atmosphärisch und alles mega fett aus, jetzt mit dem Nebel. By the way, für alle, die es noch nicht wissen, das ist ein Survival-Game. Genau wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind hier die Gegner keine Zombies oder andere Menschen, sondern Maschinen, wie ihr es gerade schon gesehen habt. Eben Roboter, kleine Roboter, die werden auch größer noch später. Und gegen die muss man eben kämpfen. Das Ganze geht auch im Koop-Modus. Ich werde es auf jeden Fall mit meinem Bruder noch anzocken. Es spielt in Schweden. Und es sieht echt fett aus, muss ich sagen. Auch so die Atmosphäre, der Wind und alles. Auch jetzt, wie hier so die Sonne aufgeht. Und so die Häuser und alles. Ich hätte nicht so viel erwartet, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist auf jeden Fall echt geschmeidig. Oh, da ist schon so ein Robert. Sogar mehrere, oder was? Oh, shit. Aber auch eventuell interessanter Loot, wenn ich meine, wenn hier so kaputte Panzer am Start sind. Oh, jetzt wird es so mega neblig. Seht ihr das? Wie krass ist das denn bitte? Boah, die Atmosphäre ist schon richtig geil. Ich kann auch irgendwelche Sachen von diesen Viechern abschießen. Wird mal interessieren, ob die wirklich irgendwie eine Schwachstelle haben. Ob die dann irgendwie irgendwas abschießen kann von denen speziell. Alter, wie viel kommen denn da noch? Ha, ho, hallo, was geht ab? Holy Macaroni, können die auch aufeinander schießen? Puh, jetzt müsste ich bald das komplette Ding geleert haben. Zum Glück kriegt man da immer wieder Munition raus. Sonst sähe das bald echt bitter aus. Da oben ist noch der eine auf jeden Fall am Start. Den müssen wir uns noch kümmern. Hey, lol, ich hab glaub dem seine Waffe weggeschossen. Holy
Holy shit, war das knapp. Sonst holen die eben Verstärkung. Da ist noch einer. Irgendwie da oben oder da drin oder... Holy shit. Eins, da war nur der Waypoint. Hallöle. Ah ja, da auch direkt zwei oder was am Start. Ah ja. Okay, wird Zeit hier mal. Was auszulöschen. Hallo! Meine Fresse, was ist denn hier los, Mann? Holy shit, meine Güte. Kommen die mir hier hinterher? Holy shit. Also definitiv, sage ich mal, Koop-Modus bestimmt angenehmer. Holy fucking shit. Im Koop-Modus wesentlich angenehmer, wenn man sich gegenseitig Deckung geben kann und dann auch mit den Feuerwerkskörpern arbeiten kann, um die abzulenken. Die Granate hätte ich mir vielleicht einfach ein bisschen aufsparen sollen. Ich glaube, der war schon kaputt. Holy fucking shit. Sieht er mich jetzt nicht, oder was? Oder haben die Mitleid? Okay, nichts gesagt. Holy shit. Okay, vielleicht muss ich da mal anders angehen. Quasi abgelenkt sind durch die Böller. Da krabbelt immer noch einer. Ich meine, die komplett leer geschossen. Das muss ich erst mal wieder looten, bevor dann der nächste kommt, auf den ich wieder 100 Schuss schießen muss. Ah ja. Wahrscheinlich bin ich hier viel zu früh hochgelaufen. Bräuchte irgendwie erst so eine Minigun oder sowas. Und ich kämpfe mich hier mit der Pistole rum. Okay, komm her. Hey, du musst schon kaputt sein. Alter, wie viel Schuss brauchen die denn? What the fuck, Alter. Habt ihr gesehen, wie viel Schuss ich mit der Shotgun gebraucht habe aus nächster Nähe? Hallo. Ja, Medikits sind mega wichtig. Shotgun. Die ist stärker, oder was? Pump Action. Okay. So, wo gehen wir denn dann als nächstes hin? Dann lass uns doch mal hier nach unten schauen. Place Waypoint. Was ist da nach unten, oder was? Oder sollen wir dann erst... Gibt's hier was? Saltham? Nö, dann gehen wir da runter.